Okay, und der Monolith ist jetzt noch knapp 1 Minute 40 Entfernung. Ah, das dauert jetzt natürlich dahin zu fliegen. Okay, fragt sich jetzt, was es auf dem Planeten hier so gibt. Sieht auch relativ karg aus eigentlich. Bisschen rot, bisschen blau dazwischen. Da haben wir auf jeden Fall haben wir ein paar Bäume. Aber es sieht auch noch nicht krass bewaldet aus. Also, ich weiß nicht. Es sind halt alles irgendwie so... Ja, keine Ahnung. Ich gucke jetzt einfach erstmal, dass wir uns ein neues Raumschiff erfahren. Ja, einmal drauf scheißen, was jetzt hier so abgeht. Erstmal ein bisschen Zeug sammeln und so. Und dann gucken wir mal, dass wir genug Geld zusammenkriegen. Und dann kaufen wir uns ein neues Raumschiff, Leute. Ja. Ja, es ist ganz schön weit bis zu den Monolithen. Weiter als ich gedacht habe. Es wurde als 1 Minute angezeigt, aber es kommt mir länger vor. Wie ist es normal? Ich weiß nicht. Ach ja. Sieht doch nicht so aus, als wären hier irgendwelche coolen Sachen, ne? Ich habe jetzt noch keinen herausragenden Stützpunkt oder so hier unten gesehen. Da drüben ist wieder so eine Landungskapsel. Aber keine Ahnung. Ja, sieht nicht so dicke aus hier. Naja. Gefällt mir gar nicht. Nein. Ich mag nicht. Auch wenn er wenigstens ein paar Bäume hat. Immerhin. Immerhin. Ja. Man kann halt nicht alles haben. Sollten uns einfach über die Bäume freuen. Freuen, dass wir wenigstens das haben. So, dann fliegen wir mal hier oben drüber. Dann ist der Monolith da drüben unten. Irgendwo jedenfalls. Na, flieg hin. Und landen. Und wir landen runter. Zack. So. Wiederherstellungspunkt gespeichert und mal gucken. Oh, der ist radioaktiv. Flora ist massenhaft. Fauna ist selten. Stupinus Elfter. Okay. Stupinus Elfter heißt er. Und hier ist ein Monolith. Monolith vom Atlas. Wir gucken aber erstmal kurz in die Wissenssteine hier. Korvax-Wort für giftig. Was hat der hier? Korvax-Wort für ruhig. Korvax-Wort für Reisender. So, und jetzt gehen wir mal hier hin. Tribut an Azunopois Mipis. Ich würde gerne interagieren, aber ich kann nicht, weil mein fucking Inventar schon wieder voll ist. Also schmeißen wir mal Energiekanister, Schild. Na, hör doch auf. Hör da auf, ich möchte nicht. So. Übertragen, übertragen. Alles klar. Jetzt interagieren wir. Und was kriegen wir? Kriegen wir überhaupt was? Der Monolith steht still auf der Planetenoberfläche. Er gehört hier nicht hin, genauso wenig wie ich. Da ist ein Schimmer und dann kehrt die Vision mit der roten Kugel zurück. Der Atlas. Erneut spüre ich halb Euphorie und halb Angst darüber, meinem Schöpfer getroffen zu haben. Und dann verlässt mich mein Schöpfer. Er hat nicht vergessen, dass ich seinen Weg zuvor abgelehnt habe. Mir werden Bilder des Kosmos gezeigt. Visionen von schwarzen Löchern und bizarren Stationen. Ein kleines Stück Code und Gleichungen. Dann bin ich allein. Ja. Ja. Alles klar, ich bin dem Atlas ja am Anfang nicht gefolgt, deswegen kann ich einfach machen, was ich will. Die rote Kugel schwillt an, ich bin von Purpur umgeben. Ich sehe Codezeilen, Zeilen voller Zahlen. Ich fühle, wie der Atlas jede Faser meines Körpers genau untersucht. Und dann? Nichts. Ich bin allein und kriege eine Warpzelle. Das ist cool. Das ist nice. Warpzelle. So, wir sind jetzt hier und machen mal kurz unser Lebenserhaltungssystem wieder voll. So. Hier ist dann der Gefahrenschutz. Den lassen wir erstmal so. Ich scanne mal. Gucken, was wir hier so in der Umgebung haben. Da vorne haben wir irgendwas Gutes. Da oben auch. Wahrscheinlich wieder Platin einfach nur. Was ist das hier? Kann man nichts machen. Jo, hier Platin, Silikat, mitgenommen. Mitgenommen. Oh Gott, ey. Da drüben ist noch irgendwas Tolles. Da ist irgendwas zum Ernten. Hallo? Du bist Kohlenstoff. Und hier ist Platin. Okay, nehmen wir mit. Was bist du für einer? Eisen. Ja, das brauche ich bitte nicht. Ja, drüben ist auch noch ein bisschen Platin. Das nehmen wir einfach mal wieder mit. Können wir ja ganz gut verkaufen. Schadet ja nichts. Ist ja auch ein bisschen was wert, ja. Wenn ich das mal so sagen dürfte. So, hier haben wir nochmal Temamium. Temaimium. A little bit of Platin. Nochmal a little bit of Platin. So,
Hä? Ist da ein Vieh? Ah ja, da. Was bist du denn für einer? Hallo? Oh. Ich fütter dich mal. Ah, ich brauch 10 Iridium. Hab ich nicht. Ist da ein Raumschiff gerade gewesen? Ja, ja. Mach dir nicht in die Hose. Hier scheint relativ viel Platin zu sein auf dem Planeten. Das ist schon mal gut. Das nehmen wir mal mit. Da hinten ist auch noch was. So. Ich habe mir übrigens mittlerweile mal so ein bisschen Gedanken gemacht, wie lange wir dieses Let's Play machen werden. Ich spiele das einfach mal so ein bisschen vor mich hin. Und man kann ja irgendwann in die Mitte von der Galaxie gelangen oder reinfliegen. Und da sieht man ja dann... Ja, da ist ja dann das Ende quasi, ne? Was man da sieht, keine Ahnung. Und ja, bis dahin werde ich auf jeden Fall spielen, bis ich da in der Mitte vom Universum bin. Hat man ja relativ schnell geschafft, wenn man sich drauf konzentrieren würde, aber wir wollen natürlich hier auch ein paar coole Sachen entdecken und so und nicht einfach nur in die Mitte heizen, ne? Und deswegen, ich werde auf jeden Fall spielen, bis wir in die Mitte von der Galaxie geflogen sind. Und dann überlege ich mir, ob ich dann noch weitermache, je nachdem, wo das Spiel dann ist. Ob die dann noch ein paar Sachen hinzugefügt haben oder so. Ob es irgendwelche coolen Sachen da noch gibt. Oder ob es immer noch dasselbe Spiel ist. Und gar keine Ahnung. Ich habe ja auch lange noch nicht alles entdeckt. Deswegen gucken wir dann einfach mal. Aber so lange hatte ich eigentlich schon vor zu spielen, weil das ist ja quasi in Anführungszeichen das Ende vom Spiel. Und ja, so lange sollte man dann eigentlich auch dabei bleiben. So, da drüben ist nochmal Platin. Nehmen wir auch mal mit. Wie viel haben wir denn schon an Platin? Hier haben wir 33 und im Raumschiff gar nichts mehr. Habe ich auch verkauft eben. Ha! Ah ne, da waren ja noch mehr Platin, oder? Hier, oh, wir haben schon ganz schön viel Platin. Ja, 1 und 250er Stack Platin ist 13.750 Units wert. Okay. Da muss ich mal gerade sagen, dass Aluminium mehr wert ist als Platin. Oh Mann. Hauptsache Platin ist gar nicht so viel wert, wie ich dachte. Ich habe also gedacht, oh jo, von Platin ist viel wert, ja, ja, ja. Scheiße, Heridium. Heridium ist schon halb so viel wert wie Platin. Gott, ey. Also wäre Aluminiumfarm eigentlich schlauer. Naja, gut. Vielleicht finden wir ja irgendwo Aluminium. Ah. Naja, aber Platin ist ja auch nicht gerade wenig wert. Von daher schadet es ja eigentlich nicht. So, da hinten ist eine Station. Da drüben scheint... Ah ne, ich nehme das mal gerade nicht mit, das Plutonium. Dann dreht der Wächterbot wieder durch. Ja, da hinten scheint irgendwas Cooles zu sein. Vielleicht Gold oder so. Ah nein, nicht auf den Blitz schalten. Ach Gott, ey. Ah, bis dahin kann er nicht scannen. Schade. Da drüben... Oh, da drüben ist, glaube ich, ein Golddings. Moment, da gehe ich mal hin und dann nehmen wir das ganze Gold mit. Ich glaube, hier ist... Da hinten ist, glaube ich, auch nochmal Gold. Das wäre jetzt natürlich richtig cool. Dann können wir richtig was abbauen. Ja. Was bist du hier? Hallo. Was krieg ich hier? Zink! Ah ne, ich brauche Kupfer, nicht Zink. Ah, verdammt. Ich habe mich ganz schon gefreut, ey. So ein Scheiß aber auch. Oh, da ist wieder so eine... Na! Diese verdammten Pflanzen, die einen angreifen. Drecksdinger. Und was ist das da? Ist das Gold? Das ist Gold, jawohl. Lass mal gucken, wie viel das wert ist. Hab ich noch nie drauf geachtet. Ich habe mir noch nie so wirklich Gedanken um die Werte gemacht, wisst ihr? Ich habe einfach nur so gedacht, nimm mit, was du kriegen kannst. Och Mann, jetzt habe ich hier was abgebaut und hatte gar keine freien Plätze frei. Könnte ich kotzen. So, Moment, ich gucke mal gerade, wie viel ist Gold wert. Okay, auf jeden Fall weitaus mehr als Platin. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir einfach mal mit hier den ganzen Hügel am besten. Sehen, wie gut es geht und dann gucken wir mal. Aber mit so viel Gold? Hauptsache, warum habe ich denn alles Platin gefarmt? Warum sagt denn keiner was? Oh Mann. Ja, ich wette, irgendwer hat bestimmt schon was gesagt und... Naja gut, ich habe auch ein bisschen im Voraus produziert und so, aber naja gut. Ah, Platin bringt halt einfach gar nichts. Oh Mann, ey. Gut, dass ich es auch mal merke. Ja, ich nehme mal das ganze Gold hier mit. Vielleicht können wir uns dann bald ein neues Raumschiff kaufen. So. Das ist natürlich ziemlich viel Gold jetzt hier. Mal gucken, was das da hinten ist. Das sieht auch wie... Das sieht aus wie Aluminium. Und da hinten ist nochmal Gold. Ich muss dann halt mal gucken, dass ich jetzt mein Inventar nicht überlaste. Wie viel Gold kann ich denn mitnehmen hier auf einen Stack? 250, okay. Wie sieht es in meinem Raumschiff aus? Okay, hier habe ich noch 2 Plätze frei. Alles gut. Dann können wir ja ordentlich was mitnehmen jetzt hier. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir vielleicht noch eine Verbesserung für meinen Bergbaustrahl kaufe. Ah! Oh Gott, jetzt ist das Ding leer. Das gibt's doch nicht.
laden wir den Kollegen mal auf mit Plutonium. So, wieder auf 100% und weiter geht's. Keine Müdigkeit für Schützen, wir brauchen Gold, 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 Gold. So. Ist natürlich schon viel jetzt hier. Ich frage mich, wie viel der ganze Berg insgesamt hat. Oh, habe ich da überhitzt? Nee, habe ich nicht. Das war knapp. Und mal gucken, mit ein bisschen Glück können wir uns dann schon... Jetzt habe ich überhitzt. Mit ein bisschen Glück können wir uns dann bald endlich ein Raumschiff kaufen. Also ich meine, wir haben schon eins, aber ein besseres. Ein tolleres. Eins mit mehr Plätzen und was schneller ist und besser. So, oh, schon wieder überhitzt. Wieder nicht aufgepasst. Gott, ich muss nicht zu viel reden. So, hier mal alles noch wegholen. Ich frage mich, was das da hinten da noch ist. Es sieht aus wie Aluminium, könnte aber was anderes sein. Könnt mir auch täuschen. Könnt mir auch täuschen. So, das hier ist kein Gold, ne? Ne, das ist Stein. Okay, nehmen wir das hier nochmal mit. Strahlungsschutz nimmt ab. Das ist mein Gefahrenschutz. Jo, laden wir mal auf mit Zink. Womit kann ich ihn sonst noch aufladen? Nur mit Zink, Titan oder Schildsplitter? Gut, Schildsplitter habe ich noch im Raumschiff zur Not. Das ist natürlich doof, dass man den nur damit aufladen kann. Das ist unpraktisch. Das ist unpraktisch. Oh, wie viel Gold das hier ist, ey. Das wird sich richtig lohnen. Das wird sich richtig lohnen. So, wie voll ist mein Goldlager? 176 von 250. Okay. Nehmen wir das hier mal noch alles weg. Das da auch. So. Das hier auch. Ah, hier hockt es noch überall an der Wand, ne? Ah, nicht runterfallen. Oh, zack. Nehmen wir mit. Auf, nehmen wir auch mit. Hier ist noch was. Ist hier drüben noch mehr? Jo, das ist auch noch alles Gold hier. Ach du Scheiße. Wie viel Gold es hier einfach hat, ey. So. Und dann können wir uns gleich noch den ganzen Rest krallen. Ah, so. Ja, mal gucken. Also die Folge hier wird wahrscheinlich ein bisschen verspätet online kommen, so wie ich das im Moment einschätze. Weil der Upload-Termin um 17 Uhr war heute, jetzt gerade eben. Und wir haben jetzt... Moment, ich muss mal auf die Uhr gucken. Schon 6:45. Ja, der kommt auf jeden Fall ein bisschen später, Leute. Das tut mir ein bisschen leid. Ich habe gestern nicht mehr so die Zeit gehabt, noch aufzunehmen, obwohl mir die Folgen ausgegangen sind. Das war ein bisschen unpassend. Da sind nochmal ein paar Leute unterwegs, ey. Ich lager gerade schon mal... Was lager ich denn aus? Plutonium? Das Temamium lager ich mal aus. Und Eisen. So. Und dann jetten wir mal hier hoch. Na komm. Komm schon, Jetpack. Jawohl. Und gucken mal, was das da drüben ist. Ja, die Folge kommt dann halt jetzt ein bisschen später. Ist hoffentlich nicht zu schlimm. Beziehungsweise, nee, Moment mal. Die hier kommt nicht später, sondern die von vor ein oder zwei Folgen war später. Und die hier ist irgendwann anders und es kann euch egal sein, wenn die hier kommt. Habe ich wieder alles durcheinander gebracht. Oh nein. Na gut. Ja, geh mir nicht auf den Keks als mit deinem Strahlungsschutz, Mann. Macht mich aggressiv. So, was ist das da oben? Das interessiert mich jetzt. Hoffentlich ist es etwas, was zumindest ein bisschen was wert ist. Nickel!